Was klappt, Leute, und willkommen zurück auf meinem Kanal. Und wir machen weiter mit einer neuen Folge God of War Ragnarök. In Svartalfheim sind wir jetzt angekommen. Und ja, Fimbulwinter ist hier kein Winter, sondern eher Geysire, die giftig sind. Auch cool. Wer die letzte Folge gesehen hat, weiß, was ich meine. Und wer nicht, der kann gerne oben in der Infocard abschicken. Da habe ich es nochmal verlinkt. Wir machen weiter, wir fahren jetzt schön mit dem Bötchen Richtung Hauptstadt von Svartalfheim. Und ja, wir haben die Umgebung hier schon mal kennengelernt, also die Gegner sind nicht gerade nett und freundlich. Es greift dich eigentlich prinzipiell wieder alles an, was, ja. So. Gucken wir mal, wie wir hier hinkommen, ich glaube... Schon, ich hätte nur gerne das, was da auf der Brücke ist. Perfekt. Ich glaube, hier kommt man zu dem, was man auf der Brücke, was auf der Brücke ist. Das möchte ich nämlich haben. Ins Wasser kann man ja leider nicht. Mann, die Viecher gehen ja aber auch wirklich auf den Sack, sag ich so, wie es ist. So. Okay. Nein, weder das eine noch das andere funktioniert. Da komme ich jetzt dadurch nicht durch. Nein, das ist nicht euer Ernst. Doch, ich habe schon gedacht. Gut, okay, dann probieren wir es da unten nämlich nochmal. So. Geduld und Spucke und ein bisschen Aggressivität, dann funktioniert alles in God of War. In God of War. Hacksilber, ja, verliert mal alle. Irgendwas. Ist doch super. Wie kein Hacksilber oder irgendwie sowas in der Art. Bin hier schon ein bisschen aussieht. Irgendwas muss doch der. Nein, anscheinend doch hier nicht. Und der Rest von der Brücke existiert nicht mehr wirklich. Gut, aber der Ausdruck hat sich zumindest gelohnt, weil wir haben jetzt ein bisschen Lebensenergie. Kann man einfach jetzt hoch. Oh, nice. Dank Atreus finden wir so eine Truhe. Bitte lass was Gutes drin sein. Rohleder. Auch nicht schlecht. Hack selber sogar ein bisschen mehr sogar noch. Natürlich. Wir finden nur mein Gutes. Nur gute Sachen finden wir, Atheos. Wir würden nie was Schlechtes finden. Oh, da guck mal, da ist was. Das nehmen wir gleich mit. Ich glaube, das brauchen wir nämlich auch. Sehr cool. Ein Trank aus dem Tau der Weltbaum bewirkt dauerhafte Vorteile. Ruhe und Kraftdauer auf 2 erhöht. Ich habe nicht alles vergessen, sagen wir es mal so. Gut, hier müssen wir wieder an Land. Und 10 Euro, da kommen jetzt Gegner.
Oh, ich wollte eigentlich R3 drücken. Ich will ran, ich will ran. Jawohl, endlich. Ja, endlich mal sowas. Da ist sogar schon Zwerg zum Opfer gefallen von der ganzen Sache. Gut, gucken wir, was haben wir denn hier? Die Geysire verschlossen? Ja, würde ich sagen. Ich glaube, wir müssen das Rad bewegen, aber das Wasser ist zu flach. Ich weiß, dass wir das Rad bewegen müssen. Ich will hier aber ein bisschen erstmal auch gucken. Geht denn hier oben? Jawohl. Der hackt. Oh fuck. Linke Seite. Ja, links und rechts. Ist nicht gerade. Wichtig, Atreus hilft. Wichtig. Und genau in dem Moment brauchen wir Atreus mit vollen. Ja, ich weiß. Ich habe gedacht, da wäre irgendwie noch irgendwie was. Ja gut, so geht's auch, ne? Da geht's nicht. Ich weiß nicht, kann man von hier aus das machen? Einen Geysir haben wir eingefroren. Ist sonst noch irgendwo einer? Ja. Kann man irgendwie nicht einfrieren, zumindest nicht aus der Entfernung. Ich glaube, wir den einfrieren. Jawohl. Der Einfallsreichtum der Zwerge. Zurück zum Boot. Bevor ja noch mehr Kreaturen auftreten. Ich habe echt. Zwerge in dieser Welt, so sind wie Rock und Sindri, ist es kaum denkbar, dass sie zu Odin stehen. Tja, viel zu oft lässt man sich auf kurze Sicht von Eigennutz blenden. Odin bot ihnen Sicherheit und ihm zu trotzen ist nicht ungefährlich. Vielleicht brauchen sie nur ein paar Götter, die ihm mal die Stirn bieten. Atreus, deshalb sind wir nicht hier. Das war nur ein Witz. Krieg ist kein Witz, vor allem nicht, was Götter anbelangt. Das ist richtig, dein Vater hat da die besten Erfahrungen gemacht, indem man gefühlt eine ganze Götterzivilisation einfach mal komplett ausrottet. Es hat alles seinen Preis und ich hätte gerne diese Kaktur da oben. Und würde gerne wissen, wie man da hinkommt. Warte mal. Probieren wir es mal, vielleicht kommen wir zur Truhe. Und ja, ich bleibe wachsam. Wahrscheinlich wimmelt es hier von Grimm. Ich feier das. Von einem? Oh.
Nehmen wir mal das hier. Du gehst drauf. Ja, das war doch sehr unterhaltsam und wir haben ein bisschen Lebensenergie noch wieder dazu bekommen. Ich weiß schon, warum ich das gerne mache. Hier ist auf jeden Fall das F. Ich will das Ding haben. Wir sind. Geh! Von hinten! Mister! Alter, hat der mich. Komm da oben! Hol ihn runter! Wie soll ich den da runter? Oh mein Gott! Gut, ich stink wie eine. Das war nicht hilfreich. Aber was ist das jetzt denn für. Ach, du kleine Missgeburt, spuckt der mich ja. Von wo? Alter, wie weit können die spucken? Okay, ihr wollt es so? Na gut, dann kriegt das so. Dann hau ich euch. Oh, da. Boah, die gehen ja. Wo klammert er sich an die Wand? Ich sehe einfach gar nichts. Jetzt. Oh mein Gott. Ich bin ja komplett lost. Siehst du ihn an der Wand? Ich sehe ihn nicht. Komm schon, Kratos, hoch mit dir. Was? Oh mein Gott, ich bin da wirklich gestorben. Allein das ist schon traurig an sich. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Und weil wir haben das so gut gemacht, ne? Ich glaube, er war dabei. Nein, B und N. Oder was auch immer das bedeutet. Ich kann. Das ist B. Hier ist übrigens die Truhe, die ich die ganze Zeit gesucht habe. Die kleinen Viecher nerven nicht. Die sind halt irgendwie einfach nur so ein bisschen so. Die sind halt einfach nervig, weil die klein sind. Aber das ist halt sonst. Das ist jetzt nicht schlimm. Diese Schleimbeutel, Alter. Die sind ja nervig. Griff.
Ja, die macht sogar Glück 2 weg und ich meine, oh, wegen ein bisschen Stärke weiß ich jetzt nicht, das was sich lohnt. Jetzt müsste eigentlich die Truhe voll sein. Mich nervt allein schon, dass ich zweimal gestorben bin. Gegen Tor, okay, aber jetzt ist halt echt dumm gewesen. Gini Turner mit Blutmet gesammelt, maximale Rage erhöht. Mir wäre was anderes lieber gewesen. Aber gut. Gut, die machen wir uns mal weiter auf den Weg. Müssen ein bisschen die Story vorantreiben. So dauert es ja ewig hier in. Ich glaube, wir müssen ja mal irgendwann da sein. Ich weiß nicht, dass wir hier, dass das Ziel dahinter ist, hier ein halbes Jahr durch die Gegend zu paddeln. Aber Sachen kaputt zu machen, das ist immer gut. Haxe. Sieht aus, Atreus, als wolltest du Tyr als Verbündeten für den Krieg rekrutieren. Ich will uns nur Optionen offen halten. Wir sollten weiter. Ich bin froh, dass wir hier sind und eine neue Welt erkunden. Vielleicht genießen wir einfach die Wärme. Wie gesagt, Loki ist halt ein großer Punkt. Au, okay. Blei. Offenbar müssen wir das Tor öffnen, wenn wir nach Nidavellir wollen. Und ich bin gerade ein beschissener Fahrer. Und wir werden wieder auf irgendwelche. Ah, was ist denn das? Wie ist das? Oh, ist zu schnell. Wie sollen wir ihn fangen? Flankier ihn, greif von hinten an. Gut. Wir müssen das Tor hochkriegen. Ich muss hinter ihm. Aber wie? Naja, wir müssen warten, wir müssen einfach weg, weil dann kommt der ja von alleine. Als ob ich den nicht gef. Ja, bin ja hinter ihn. Kommt der nirgendwo? Ja, dann komm doch hierher. Mal sehen, was er hat. Das ist ein Omer. Ein Omer. Ein geheimnisvoller Kreatur. Mimir erzählte mir, sie wäre aus der glühenden Asche geboren, die von Sotus Hammer abfiel, als dieser von seiner Schmiede arbeitete. Der Verwalter von Muspelheim hauchte der Asche mit seinem Blasebalg ein neues Leben ein und die erste Tat des Lebenswesens bestand darin, die wertvollen Metalle, die der Schmied zum Schmiede einer Waffe brauchte, zu stehlen und zu verschlingen. Ah ja, Mimir hatte versucht, mir weiter weiß zu machen, dass Sutor das lustig fand. An Sutors Stelle hätte ich das nicht lustig gefunden. Ja, prinzipiell. Und der hat ja ganz schön viel fallen gelassen, zerbrochene Runen. Also die muss man von hinten killen, also ein bisschen würde. Da oben. Ja, da brauchen wir die Axt. Okay. Die Hälfte hätten wir. Da muss noch eine Kette für den Rest des Tores sein. Ja, ja, und ich weiß auch wo. Da, eine Kette, die wir hochspringen können. Kann ich da hochspringen, Digga? Ja, ich weiß, dass man da, aber müsste ja man. Da ist das Rad. Das bringt uns ja nicht viel.
Hier kommen wir hin. Ich finde, die Klinge halt irgendwie besser, ich weiß nicht. Ich mag die Axt, mochte ich zwar, fand ich jetzt nicht schlecht. Grimm, da oben! Hol ihn runter! Vorsicht, links! Ja, ich weiß, die sind überall! Special Moves. Nächster. Ist da noch so ein Vieh? Nee. Reicht ja auch, die nerven unheimlich. Kannst du den Geysir von hier öffnen? Ja, glaub schon, wenn ich den jetzt hier auf. Gut. Axt. Oder auch. Na doch, hier. Ah, hier, okay. Axt zu. Nein. Und jetzt müssten wir doch eigentlich drüber kommen. Nee, guck mal nicht. Idee. Das hier zu. Springen. Stimmt. Ja, er dreht das Rad. Und was bringt uns das, wenn er das Rad dreht? Er bringt eigentlich nichts. So, und wenn wir hier freezen. So. Probieren wir es irgendwie. Versuch das Seil zu treffen, das den Klotz hält. Ja, yeah, wir versuchen es jetzt nochmal irgendwie dieses Seil zu treffen. Atreus, rück mir doch nicht so auf die Pelle. Nein, das ist doch jetzt nicht euer Ernst, Alter. Warte mal. Ich kann doch eigentlich hinten stehen bleiben. Und kann dann. Okay. So, die geht jetzt. Ja. Endlich. Und jetzt geht's hoch. Endlich. Es hat ja wirklich lang genug gedauert. Wirklich. Quasias Gedicht, deine Geschichte unaufhaltsamer Genialität, ersonnen von Quasier. Stell dir vor, lieber Leser, ganz nach Belieben, Kreaturen aus Metall kreischend durch die Lüfte fliegen. Auch durch die Meere schwimmen sie und übers Land sieht man sie rennen, doch eine zwingt sie in die Knie, eine Kriegerin unschwer zu erkennen. Woher sie kommt, viele Fragen weckt, ihr Haar trägt die Farbe vom Blut, so rot verbotene Orte sie stets entdeckt. Vergraben im Schlamm, doch beileibe nicht tot, wer kann diese Maid nur sein, die mehr ist, es den Anschein hat, die ihr Volk retten will ganz allein und diese Bestien erschlägt in der Tat. Sonnenaufgang des Nichts. Alle sammeln, die du findest. Okay. Erstmal machen wir diese Truhe auf, bevor wir alles sammeln, was wir finden. Und machen endlich diese Kette.
runter. Meine Güte. Junge, sag mir doch bitte, was genau du dir von Tyr zu lernen erhoffst. Na ja, wie gesagt. Ich hoffe, dass er mir etwas über Loki erzählen kann. Ich würde auch gern seine Geschichten hören. Von Reisen in andere Länder, von Riesen und vielleicht, wie es damals war, zu kämpfen. Nur aus deiner Neugier natürlich. Neugier. Hoffen wir, dass Tyr in Plauderlaune ist, nachdem er so lange eingesperrt war. Nicht alle von Odins Gefangenen sind so charmant und redegewandt wie ich. Wir haben keinen Beweis, dass Tyr hier ist. Ja. Ja, wir schippern hier durch die sieben Weltmeere. Was heißt sieben Weltmeere? Durch irgendwelche Sümpfe und wissen gar nicht, ob Tyr lebt. Erdbeben vorhin. Ob es noch eins geben wird? Unwahrscheinlich. Aber geologische Störungen sind in der Regel unvorhersehbar. Wenn die Geysire und der Geruch hier durch Fimbulwinter zugenommen haben, dann die Erdbeben vielleicht auch. Ja, da könntest du recht haben, Junge. Oh, ich glaube, wir sehen. Wow, das sieht wie eine Stadt aus. Herzlich willkommen in Neat Avenue. Endlich mal eine Stadt, Alter, wirklich. Ich hab schon gedacht, wir kommen hier. Ehrlich, ey, Zwerge, wirklich. In der Zwergenstadt sind Zwerge. Welche? Ein Alarm. So einen Alarm würde ich nur auslösen, wenn ich meinen Körper noch hätte und fürchten müsste, ihn zu verlieren. Aber warum wegen uns? Sie haben Angst. Ganz sicher ein Alarm, fürchte ich. Wieso verstecken sich alle? Wachsam bleiben. Nidavellir. Hey, können wir kurz mit euch reden? Die helfen uns sicher nicht. Suchen wir Sindaris Taverne lieber auf eigene Faust, falls sie uns reinlassen. Ja, falls wir reinpassen. Nein, Spaß. Nee, wirklich, falls wir wirklich reinpassen. Ich meine, Atreus, okay, aber Kratos, ich meine, guck dir mal an, der steht hier neben der Tür und kommt da wahrscheinlich nicht mehr durch. Juti, wir machen in der nächsten Folge weiter. Wir haben jetzt endlich diese Stadt gefunden. Es hat echt lang gedauert, 2 Episoden prinzipiell und eine Suche auf Suche, bis der Geysir endlich an war, bis ich endlich rausgefunden habe, wie es ging. Ja, nächste Folge geht's weiter. Dann suchen wir den Vetter von Sindrir und Brock und dann sehen wir uns in der nächsten Episode wieder. Vielen Dank fürs Zusehen und tschüss!